Hallo Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der rostige Corona-Knacker aus Neulenkbach. Ich liege hier in unserem Wackelstuhl auf der Terrasse, meiner lieben Frau, und habe die aktuellen Corona-Covid-19-Zahlen für euch. Ich bin neugierig. Positiv getestete Personen 17.544, durchgeführte Testungen insgesamt 597.495. Mann, ist da viel Verkehr! Kranke inklusive Spital 509, Verstorbene 674, Spital ohne Intensiv 61, auf der Intensivstation 10. Es läppert so dahin, kann man sagen. Heute ist ein müder Samstag, nachdem wir in der Früh gleich mal ein bisschen diskutiert haben hier im Wohnzimmer, habe ich in einen Wahnsinnsanfall einen Durchgriff gemacht aus Wohnzimmer. Da hat sich schon Unmengen Duplo gestaut und Mineralwasserflaschen von der Panik noch von seiner Zeit, dass man kein Wasser mehr hat, wenn Corona kommt und so. Und ein Klavier ist dort gestanden, so ein Yamaha Mox 800, glaube ich, heißt das. Mox? Nein, nur Mox. Yamaha Mox? Mox. Und jetzt habe ich alles weggeräumt. Das hat seit 3 Monaten keiner gespielt auf dem Klavier. Also, das Mineralwasser ist jetzt am Küchenkasten und im Küchenkasten ist jetzt das Sojagranulat und die Sojawürfel. Und das Müsli ist in den Glasgefäßen, die von den FKK. Wahnsinn, was der Verkehr ist. Wir sind ja auf der Autobahn. Ja, und so hin und her. Und dann habe ich höchstpersönlich begonnen, meine WNDAP 620 Access Points von Netgear in Betrieb zu nehmen. Ich habe da so ein altes Wireless Management System, das habe ich mal gekauft für die Mittelschule, also für die damalige Hauptschule in Lenkbach. Weil es geheißen hat, wir machen jetzt ein WLAN. Das war so vor 10 Jahren, 12 Jahren. Da war es gerade in Aktion, habe ich das gekauft, ein WMS 5316 mit den WNAP 350 im Bündel. Und dann hat die Schule kein WLAN gemacht. Hatte ich dann keine Hemmungen nach einem halben Jahr, nachdem das im Lager gelegen ist, dass ich mal das ausprobiert habe. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich total aufgeregt. Ich war froh, dass es die Schule nicht gekauft hat. Ich habe damals sehr viel mit der Firma Netgear darüber diskutiert. Und das, ja, und von und zu überhaupt. Die waren so lange im Lager. Man muss Firmware-Updates machen. Also, wenn ihr das in einem Bündel ausliefert, dann schaut bitte, dass das funktioniert. Na, wie dem auch sei. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben und dann, wie ich geheiratet habe, habe ich es dann wieder in Betrieb genommen. Muss also schon 15 Jahre gewesen sein oder so. Und es hat wieder nicht funktioniert und dann habe ich mir einfach gebrauchte WG103 gekauft und die habe ich dann mit den WMS 5316 da gemanagt und dann hat das funktioniert. Und dann habe ich mal gesucht, auf Willhaben, irgendwas. Ich glaube, eine MS330 habe ich gesucht, weil ich da ein paar doppelt hatte. S3300 natürlich, Entschuldigung. Und dann habe ich da so ein Bündel gesehen von WG103 und da habe ich gleich von und zu überhaupt gekauft und habe dann praktisch so 20 Access Points gehabt, vielleicht 25 sogar. Da waren dann einige hin, die habe ich reklamiert und so weiter und so fort. Und jetzt ist ja das mit diesem Museumsgeschichte, dass ich da ja die Modelle mit QR-Code beschriften und die genauen Details dann am Mobilgerät anzeigen möchte. Das heißt, ich brauche WLAN und deshalb habe ich, wie ich mal gestolpert bin über Power over Ethernet Switches, so ein Bündel gekauft wie wieder ein 5316er und die WNAP 360. Das sind die hübscheren. Und die können theoretisch schon, ich glaube, Gigabit Ethernet. Ich glaube, das können die schon. Und sie können Power over Ethernet, was ja auch nicht schlecht wäre. Und da war auch ein Switch dabei. Das habe ich gekauft. Und heute habe ich, nachdem ich ja das Büro aufgeräumt habe, stehen die ganze Zeit im Weg herum, beschlossen, gestern schon damit anzufangen. Und das ist ein Horror. Da ist dann irgendeine Firma drauf und dann musst du bestimmte Firma-Upgrade-Schritte durchführen und bestimmte Firmwares nehmen und sonst löst er sich auf. Und dann haben die Dinger ein internetbasierendes Management und holen sich irgendwelche Daten von irgendwo her. Und dann bin ich plötzlich ein Hotel in Kufstein oder sowas. Und dann muss ich wieder 10-mal Reset machen. Also es ist ein Horror. Und sind jetzt von den 12 Dingen, die ich habe, funktionieren einmal 3 jetzt. Und das nach 2 Tagen Arbeit. Also, das Gute ist, es hat nicht viel Kosten. Ich habe für das ganze Graffel 600 Euro bezahlt. Das ist nichts, ja. Normalerweise kostet so Excel. Ja, sehr ruhig da drüben.
normalerweise kostet so ein Access Point 300 Euro und ja. Okay, ich quäl mich halt damit ab und hab mich schon viel und dann schalten, dann machst du einen Reset und dann schalten die das SNMP Netzwerkprotokoll ab und du kannst sie nicht mehr managen. Lauter so Scherze. Egal. Interessiert euch nicht. Ich habe euch nichts erzählt über die Schulzhütten. Also über das Essen habe ich ja berichtet. Und jetzt zum hohlen Baumstamm. Den gibt es natürlich nicht mehr. Das ist inzwischen ein Event. Dingsdibumsdi. Also nicht viel. Und das ist ein Family Park mit riesen Schwimmteich. Wo die Kinder absaufen wahrscheinlich. Und Sprunggeräten und Rutsch und Ding. Also Event. So auf große Ausflugsziele, glaube ich, ausgerichtet. So Gesellschaften und Co. Auf der Homepage gibt es übrigens keine aktuelle Speisekarte, die wirklich aktuell ist. Das stört mich immer wahnsinnig. Man kann doch auf eine Homepage halt eine Speisekarte stellen. Dann kennt man sich aus, oder? Ja, das gilt eh für viele Unternehmen, dass das so ist. Ansonsten habe ich dann, nachdem ich meinen Aufräumanfall überlebt hatte, begonnen, mich mit dem Williams Honey zu beschäftigen. Der hat ja dieses Problem, dass der Up-Down-Post nicht richtig geht. Und heute wäre eigentlich der Tag, wo ein potenzieller Käufer gesagt hätte, er würde vorbeikommen wollen. Ich habe gesagt, er braucht gar nicht kommen, das Ding geht nicht. Und ich bin zu blöd, den Fehler zu finden. Und ich habe mich heute wieder stundenlang damit beschäftigt und habe es nicht zusammengebracht. Und das ärgert mich dermaßen. Also ich weiß inzwischen, dass es irgendwie mit dem 100er-10 zusammenhängt. Aber laut Schaltplan kommen die Kabel nicht einmal in die Nähe voneinander. Also ich habe nicht den geringsten Schimmer, wo ich da ansetzen muss, dass dieses Ding immer fällt. Das wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis ich da weiterkomme. Aber eins hat funktioniert, und zwar der Windows Vista-Rechner fürs Museum. Der ist jetzt 4 Tage lang durchgehend eingeschaltet gewesen und hat diese Update-IDs verarbeitet. Und dann hat er ernsthaft begonnen, die Updates zu installieren. Ich bin von und zu überhaupt begeistert. Das heißt, der ist jetzt fertig, der kann ins Museum. Und daneben steht der IBM PC, also noch der vor XD. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht den XD auch kaufe. Ich glaube, den XD, den jetzt wäre er noch. In England ist gerade einer. Noch vielleicht eine Stunde oder so. Er ist aber schon auf über 500 Pfund, nicht Euro, Pfund. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das antue, dass ich den kaufe. Aber nicht erst schon, wenn man ihn hätte, oder? Andererseits muss man jetzt ganz ehrlich dazu sagen, der IBM XD hat eigentlich nur eine Festplatte eingebaut und sonst denselben Prozessor. Also warten wir vielleicht auf einen billigeren. Ja, was haben wir gegessen? Wir haben wieder Püree gegessen und zwar das letzte Mal heute. Ich weigere mich, das morgen nochmal zu essen. Und ich habe mich dann doch tatsächlich auf den Traktor geschwungen, nachdem ich geschaut habe, ob noch Diesel drinnen ist. Und die Antwort war, nein, es war kein Diesel mehr drinnen. Bin ich in den Hof gefahren, also vor dem Hof eigentlich, um zu tanken. Und siehe da, der Mähbalken hat sich aufgelöst. Da bin ich dann in den Hof gefahren und habe da aber sowas von und so wie geschweißt und geflext. Und habe so dicke Dinger dran geschweißt an den Mähbalken, damit diese Zacken sich nicht verbiegen. Und dann bin ich auf die Koppel gefahren und da habe ich natürlich wieder ein paar relativ stabile Koppelsteher erwischt und habe wieder ein paar von diesen Schneidezähnen abrasiert. Hab's dennoch geschafft, mit Mühe und Not den Knöterich zu metzeln. Das war ja dringend notwendig. Und ich habe das sehr spät gemacht, weil es ist eigentlich feucht. Ich bin einmal so richtig im Bachbett versunken und da ist so ein Baumstumpf, den ich nie ganz abgesägt habe. Und da ist dann der Mietbalken dran gehängt. Vorne und hinten bin ich mit dem Rad im Zaun und also Katastrophe von uns überhaupt. Irgendwann bin ich dann doch wieder rausgekommen und dann habe ich etwas ganz Tolles festgestellt. Irgendwie, auf mysteriöse Weise, ist eine fremde Flüssigkeit in den Tank meines Rasenmähers gekommen. Den hübschen, mit dem ich hier immer mähe. Und das ist mir nur aufgefallen, weil rund um den Einfüllstutzen, das habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, irgendein Gatsch geklebt ist. Stellt euch vor, da hat doch ernsthaft irgendjemand Motoröl in den Benzintank eingefüllt. Wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber das ist doch schon echt die Höhe. Also ich habe so einen Hals. Ich bin echt urstinkig und ich bin so zwiderwurzig, dass ich jetzt wirklich total zugemacht habe. Und die betroffene Person hatte so richtig Zoff mit mir. Denn ich muss auch dazu sagen, vor kurzem hat irgendjemand mysteriöserweise auf meinen Computer herumgedrückt.
Und mysteriöserweise wurden die Kontaktlinsen Aufbewahrungsbehälter meiner Frau mit einer fremden Flüssigkeit gefüllt. Komisch, oder? Wow, sind wir sauer. Mal schauen, was wir damit machen. Das ist jetzt so der Schulschluss. Am Schulschluss drehen die Kinder teilweise durch. Teilweise total. Es ist heuer ein bisschen abgeschwächter, weil nicht so ein richtiger Schulschluss ist, weil ja schon Halbferien war die ganze Zeit. Aber es ist doch ein bisschen wurp, wurp. Ja. Morgen ist Sonntag. Mal schauen, was morgen passiert. Ich bin schon sehr neugierig. Was morgen passiert. Ich hoffe, ich werde nicht noch mehr essen als sonst, denn es ist ein Horror, was ich esse. Ich habe heute schon wieder 10 Kokoskuppeln gegessen. Ja, aber ich bin zuversichtlich, dass ich morgen wieder einen oder zwei Access Points zum Laufen bekomme. Einen oder zwei. Und dann werde ich diesen Power-over-Ethernet-Switch, habe ich beschlossen, an die Decke des Kinderkrams schrauben und werde höchstpersönlich dort eine Verkabelung machen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass der nur 100 Megabit kann und ich glaube nicht mal, dass er 2 Gigabit Ports hat. Ich muss das noch nachlesen. Das bedeutet, dass ich dort 2 Leitungen hinlegen muss, weil ja unser Hausnetzwerk mit Gigabit arbeitet. Und aus dem Kinderkram geht die Leitung weiter zur Koppel. Ich meine, eh wurscht, dort ist eh nichts in Betrieb. Das ist ja schon seit einem Jahr jetzt stromlos. Ja, seit einem Jahr ist das stromlos. Aber vielleicht überkommt es mich ja mal und ich schraube diese Elektrorohre mal an die Wand und dann kann ich da Kabel einziehen und dann haben wir dort wieder Strom. Und dann habe ich auch gesehen, dass die Koppel ziemlich ist und dass man da eigentlich mal mit dem Frontlader ernsthaft ein bisschen begradigen sollte. Aber ehrlich gesagt, gefreut es mich nicht wirklich. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort in diesem Sinn. Ich hoffe, es gefreut euch auch nicht so wirklich. Bis später, bis dann, bis irgendwann da drüben im Meitle Kinderkram. Schauen wir, was wir morgen tun dann.